Yo, hey to the YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Super Mario Maker 2 Let's Plays. In der letzten Episode haben wir erfolgreich unser Schloss auf über 90% gebracht und wir sind hingegangen und haben herausgefunden, dass die Bauarbeiter-Toads verschwunden sind, die wir anscheinend jetzt retten müssen oder wiederfinden müssen in einer Special-Aufgabe, die wir vom Toad hier bekommen mit dem Ausrufezeichen. Aber lass mich mal ganz kurz den Sound für mich ein bisschen leiser machen. Holy shit, ich hatte den Spielsound so laut in meinem eigenen Headset, dass ich meine eigenen Gedanken nicht gehört habe. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt. Oh weh, oh weh, oh weh. Ah, es gibt ein Problem, Mario. Das Wichtigste ist, die Panik zu vermeiden. Also lies bitte einfach das hier. Okay, schon wieder der gleiche Text. Nintendo, komm schon. Denkt euch was Neues aus. Die große Toad-Extraktion. Schwierigkeit 3 Sterne. Oh shit. Ich drehe hier durch. Während die Bauleiterin sich gerade Tee gemacht hat, sind alle Bauarbeiter entführt worden. Du musst sie sofort alle zurückholen, am besten bevor die Bauleiterin etwas davon mitbekommt. Sie muss sich schließlich auf die Planung konzentrieren. Vorarbeiter Toad erreicht das Ziel mit allen 5 Toads. Okay. Wo auch immer die sind und warum auch immer die verschwunden sind und warum die Toads in dem Spiel hier mehr entführt werden und verschwinden als die Prinzessin Peach selbst. Wer weiß das schon so genau? Aber ja, lass uns einfach mal loslegen und die Toads suchen. Ich hätte gern Power-Up. Mein Leben ist auch ganz dope, aber... Naja. Dann wollen wir mal. Oh shit, wo sind wir hier? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da oben irgendwas gewesen wäre, was ich hätte sehen wollen. Mal gucken, ob hier ein Power-Up ist. Yes, hier ist ein Power-Up. Kann ich hier eventuell... Ah, nee, da wäre nichts gewesen. Okay, schon gut. Da kommt man nämlich nicht mehr hoch. Hm. Gut, ich würde sagen, hier gibt es mehrere Richtungen. In diesen verschiedenen Richtungen gibt es dann wahrscheinlich dementsprechend auch die Schalter, die wir brauchen, um weiterzukommen. Und die verschiedenen Toads. Gerade ist nur der blaue Weg offen, das heißt, wir können nur hier lang gehen. Und dann, zack, haben wir den ersten Toad. Da kommt eine Bombe raus, cleveres Game Design. Kabam! Sweet. Und jetzt können wir weitergehen in die roten Bereiche. Ich gehe erstmal hier unten nochmal lang. Weil jetzt können wir hier unten den zweiten Toad sofort holen. Ah, ich habe das Gefühl, wir müssen am Ende des Levels wirklich lang, um zum Ziel zu kommen. Wow. Ich wollte eigentlich den Sprung delayen und dann einen Wandsprung machen, hat nicht so ganz geklappt. Aber ich glaube, da unten müssen wir gar nicht lang. Ich glaube, da unten ist das Ende des Levels. Wir sollten wahrscheinlich erst alle Toads rundherum sammeln. Was wahrscheinlich gar nicht mal so schwer sein sollte. Ein Power-Up kann ich mir gleich immer noch holen. Habe ich gerade nicht drüber nachgedacht, mir das zu holen. Dann springen wir nochmal ganz kurz die Wände hier. Kabam! Sweet. Gib mir das Power-Up. Nice. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Oh shit. Kabam! Und nochmal bitte. Kabam! Sweet. So, warten wir kurz. Nice. Wir gehen jetzt hier durch, holen uns den hier. Gleiches Spiel, Bombe, bam. Und dann gehen wir nach oben und dann zur anderen Seite nach oben und dann... Ja, dann war es das auch schon fast. So schwer ist das Level gar nicht, so wie es aussieht. Ich habe mich nur gerade eben dumm angestellt mit dem Fallen. So wie immer. Solltet ihr ja mittlerweile von mir gewohnt sein, wenn es um Mario spielen geht. Bam. Okay, 3 Toads haben wir schon. Jetzt ist der andere noch hier rechts oben. Upsa. Hier sind Feuerstangen. Okay, kein Thema. Oh nope, die dürfen ja auch nicht sterben. Habe ich nicht drüber nachgedacht, dass die genauso empfindlich sind wie ich. Zum Glück sind die wie in Yoshis Story, heißt das Spiel, glaube ich, rettbar. Oder wie hieß das Spiel? Wo man Baby Mario und Baby Luigi und so auf dem Rücken tragen musste. Auf den Rücken der Yoshis. So, jetzt haben wir alle.
Alle Toads. Jetzt wollen wir bitte nicht in die Lava. Und warten erstmal, bis das Feuer weg ist. Wir gehen auf Nummer sicher. Diesmal wird hier nicht gespeedrunnt und irgendwelcher kuder Scheiß probiert, sondern wir gehen einfach straight ins Ziel. Wiiu. Ich habe das Gefühl, ich werde hier so viele noch verlieren. An diesen Feuerstangen. Yes! Oh, fuck you, dude. Können wir einfach beenden? Ja, wir können einfach beenden. Naja, das war einfach. Wir mussten also gar nicht gegen den kämpfen. Aber ich musste auf jeden Fall sicher gehen, dass ich alle Toads eingesammelt habe, damit ich halt hier durchkomme. Deswegen musste ich ganz kurz so ein bisschen hinterher springen, der Magie ausweichen, alles drum und dran. Aber jetzt, da die Kollegen wieder da sind, wir noch ein paar Bonusmünzen bekommen, kann es hoffentlich weitergehen. Boing. Juhu. Sweet, alle wieder da. Toads gerettet. War einfach genug. Okay, wir brauchen Münzen, sagt die Gute. Die Bauarbeiter sind endlich wieder alle da. Ha, ich muss wirklich mein ernstes Wörtchen mit ihnen über die Arbeitsmoral reden. Aber genug davon. Wie soll es weitergehen? Naja, wir haben innerhalb von ein paar Tagen... Buntglas. Achso, es ist nur für das eine Ding da. Ich wollte gerade sagen, da ist doch immer so ein Gemälde, so eine Art Peach drin. 2000 also, okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben innerhalb von ein paar Tagen ein ganzes Schloss hingezaubert. Von daher, du und Arbeitsmoral, wenn du hier den ganzen Tag rumstehst, Tee trinkst, einschläfst und nichts weiter dazu beiträgst. Und ja, du machst die Planung, aber die Planung hätten die genauso machen können. Die beschweren sich nämlich alle über dich. Das ist eigentlich ganz lustig, wie die Toads die ganze Zeit gegen Toadette gehen und Toadette gegen die Toads geht. Und beide haben irgendwie richtige Punkte, die wirklich ernst zu nehmen sind. Und beide haben irgendwelche Punkte, die überhaupt keinen Sinn ergeben, wo man sich so denkt, shut the fuck up. Aber okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Cash. Mario, tausend Dank, dass du den vermissten Bauarbeiter zurückgebracht hast. Den vermissten Bauarbeiter? Ich dachte, die. Es waren noch 5 Stück. Aber egal. Die Bauleiterin hat ja von allem dem nichts mitbekommen. Naja, vielleicht ist es besser so. Naja, meiner Meinung nach hat sie was mitbekommen. Aber sie dachte, dass es an Arbeitsmoral liegt und nicht daran, dass sie verschwunden sind. Egal, whatever, was auch immer. Du kannst dich jetzt jedenfalls wieder ganz der Beschaffung von Münzen widmen. Aufträge, Aufträge, Aufträge zu vergeben. Bla 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 bla. Okay, nächster Auftrag. Windiger Wolkenausflug Level 60 von 100, soweit ich weiß. Noch ein paar Hüpfer-Piranha. Ich habe schon lange keine Piranha-Level mehr gesehen. Da war doch mal irgendein Level in Mario, wo die alle so von unten hochgeflogen kamen. Richtig nervig. Als Wachen. Perfekt. Wer hat Zeit, um diesen Level auszuprobieren? Nicht vergessen, in einem Wirbelwind kann man mit Hilfe vom B besonders hochspringen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die ganzen nächsten Level, bis wir die 2K-Münzen haben, bauen dann aus und gucken, was wir dann noch bauen müssen. Ich wette, da kommt noch einiges. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nur das Gemälde-Dings da, dieses Glasfenster... wir sind im Space, holy crap. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Glasfenster alleine 9% ausmacht. Honestly. Aber wir werden sehen. Okay, die Musik ist auch legendary. Ich würde sagen, dass die Musik, die gerade läuft, ist wahrscheinlich so nach Super Mario Galaxy so ziemlich eine meiner Lieblingsmusikstücke in Mario. Diese typische Mario World Musik. Wobei die Mario Odyssey Musik auch fucking episch ist. Aber zur Mario Odyssey Musik kann ich nur sagen, dass ich finde, dass diese ziemlich speziell halt an Odyssey angepasst ist und nichts mit diesen Sidescroll-Marios in dem Sinne zu tun hat. Ich meine, das gleiche gilt natürlich auch für, Galaxy. Galaxy ist ja auch kein Dingsspiel. Galaxy ist ja auch kein 2D-Sidescroll-Spiel, sondern auch ein 3D-Spiel wie Odyssey, aber ihr wisst, was ich meine. Nice, plus 10.
Schön, Level geschafft. Das war super simpel, das Level. Überhaupt nicht schwer. Wir haben es nicht mal treffen lassen. Und gibt uns über 200 Münzen. Nice. Wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt, unsere 2K zu haben. Level 61 Donut Wettessen. Okay. Mein neuer Bau ist perfekt geworden. So viele Donutblöcke. Nur ist es wohl etwas schwer, mich zu besuchen. Könnte mal jemand ausprobieren, durch die ganzen Donutblöcke bis ganz nach unten zu kommen? Fieser Maulwurf. Okay. Wir versuchen's, Maulwurf. Wir versuchen's. Donut-Wettessen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Hört sich interessant an. Hört sich immer wieder nach einer Menge Rumgehüpfe an. Never mind, das hier sind Donuts und nicht diese Rumhüpf-Schwimm-Dinger. Damn, ich vergesse es immer. Immer wenn ich Donuts höre, denke ich automatisch an diese runden Schwimmreifen. Naja, das hier ist einfach nur ein Warten letztendlich. Und nicht getroffen werden, obviously. Oh shit. Okay, ein paar Münzen nebenbei einsammeln kann nicht schaden. Ich dachte mir gerade, oh, da sind ein paar Münzen, gehe ich da mal rüber. Hier ist ein Save Point. Hier ist noch eine Feuerblume, falls man schon mal Damage genommen hat. Das Level ist jetzt schon nervig. Ich komme mir gerade vor, als wenn ich so ein schäbiges Online-Level spielen würde. Also, Nintendo... Da hätte ich schon ein bisschen was Besseres erwartet. No joke. Die fallen auf mich runter, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Mach mal keinen auf diesen. Lol, die respawnen ja sogar. Okay, das war knapp, aber hat funktioniert. Hier kann ich... keine Wandsprünge oder sowas machen. Dann müsste ich hier irgendwie... Ich weiß, wie ich da rankomme. Ich muss dafür sorgen, dass der hier runterkommt in die Etage. Aber der geht nicht automatisch runter. Keine Ahnung. Ach, der Scheiß läuft doch noch auf Zeit. Naja, ich wette, ich habe mehr als genug Zeit. Badum, badum. Okay, perfekt. Oh Mann, jetzt respawnen die schon wieder. Ich wollte doch nur die 10er-Münze haben. Und weiter geht's. Das Level war relativ simpel. Naja, ich war jetzt echt nicht von dem Level-Design überzeugt. Nachdem wir so viele gute Level hatten, Nintendo, kommt dann so eine 0815-Kacke, die wir im Online-Modus erwarten würden von irgendwelchen Leuten, die noch nie ein Level gebaut haben. Das war jetzt nicht so überzeugend, Bros. Okay, wir müssen jetzt hier aus diesem Ding hier einfach nur 200 Münzen rausziehen, das heißt 50 sammeln. Die stachelige Gefahr. Stachelfische warten nur darauf, dich mit Haut und Haar zu verschlingen. Faszinierend, oder? Mehr oder weniger. Eigentlich gar nicht so faszinierend. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die Viecher. Deshalb habe ich ganz viele davon in mein Level gesteckt. Oh mein Gott. Genau deswegen mag ich euch nicht. Aber egal. Wenn hier jemand ins Ziel kommt, gibt es eine saftige Belohnung von Hobbytaucher. Ja klar, für 150 Münzen werde ich gerne am lebendigen Leibe verschlungen, gefressen, vernichtet. Aber was soll's? 150 Münzen sind 150 Münzen. Business... Oh yeah, auch noch hier im neuen Stil. Ich wollte gerade sagen, Business ist Business, mein Freund. Warte, warte, da ist doch bestimmt noch über drin. Yes, da sind Münzen, fuck. Hätte ich von Anfang an so machen sollen. Hätte mehr Münzen gegeben. Ich liebe diese Pilzlevel, die sind irgendwie cool. Nachdem man weiß, dass man einfach nur A gedrückt halten muss, um immer den maximalen Sprung in 3D-World-Leveln zu bekommen, bockt das richtig mit Sprungpilzen oder diesen runden Dingern da. Die platzen einfach und schreien dann. Bin ich hier bei Tarzan oder was? Ja, fresst mich doch, ich hab einen Stern. Ja, Bitches. Sucky, sucky, hä? Huh?
Hier sind so viele Münzen drumherum, die nehme ich auf jeden Fall mit. Wir haben jetzt schon 65. Wenn wir jetzt das Level beenden, können wir schon weiter ausbauen. Sick. Leck mich. Nein! Das ist immer schlecht, wenn das passiert. Oh. Let's go. Da muss man runterschwimmen. Oh nee, das riskiere ich nicht, Mann. Wenn das ein 100% Playthrough wäre von mir, okay, dann würde ich jedes Level bis zum Maximierten durchspielen. Aber das ist kein 100% Playthrough. Das hier ist just for fun. Chillig Mario spielen. Chillig Let's Playen. Mit euch der Community abhängen. Ihr wisst, wie es läuft. Okay, wir haben 2.000 Münzen geknackt. Gut, dass wir vorher schon so viele hatten. Das bedeutet, wir können es weiter ausbauen, was dope ist. Dann bleibt uns wohl nur noch das Buntglas. Endspurt, Jungs. Okay. Kann der Bau beginnen? Yes, sir. Damn, meine ganze Kohle weg. Der braucht für das kleine Glas 5 Dinger, oder was? Die Bauarbeiten am Buntglas haben begonnen. Los, es warten sicher noch Aufträge auf dich. Warte, ich muss immer noch Aufträge erfüllen, obwohl wir so gut wie fertig sind. Okay. 63, die feurige Ein-Ausschau. Okay, wollen wir mal sehen. Es ist Zeit, dass unser Kandidat uns zeigt, was er kann. Wird er in den Feuer... Was? Wird er in der Feuerclown-Kutsche lang genug Y gedrückt halten, um die Ein-Ausschalter rechtzeitig umzuschalten? Die Antwort erfahren Sie gleich nach der Werbung. Ansagerstimme. Gleich nach der Werbung. Ich hasse Werbung. Zumindest im Fernsehen. Auf YouTube ist es ja noch ganz akzeptabel, weil man damit ja den YouTuber unterstützt. Aber im Fernsehen... Wenn in einem YouTube-Video von 30 Minuten zweimal Werbung kommt, beschwert sich kein Arsch. Aber wenn im Fernsehen alle 20 Minuten für 15 Minuten gefühlt oder 10 Minuten gefühlt Werbung kommt, ist es schon annoying. Oder bum. Bum 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 bum. Stirb! Du scheiß Hammer, Bro! Nach unten lang, ne? Will ich das? Unten sind fette Münzen. Oh, leck mich doch. Hätte die vielleicht ausschalten sollen. Okay, you dead. Ah, hier hätte ich spätestens lang gemusst. Stirb! Easy. Mittelpunkt safe. Yes. Gib mir den Pilz. Und sei ruhig. Sei nicht böse, du Kart. Du Zirkuskutsche oder wie auch immer du heißt. Feuerclown-Kutsche. Oh fuck, hier geht's schneller. Oh, das war knapp. Gib mir das Power-Up. Yes. Der Bowser sieht so cool aus in dem Pixel-Style. Oh mein Gott. So einen als Artwork zu haben, ist bestimmt richtig geil. Für Kanaldesigns und vieles mehr. Nice, wir haben ihn besiegt. Wir hätten ihn wahrscheinlich gar nicht besiegen müssen, sondern einfach nur hier an den Schalter ran, um dann hier den Weg frei zu springen. Aber naja, okay. 10 Bonusmünzen. Let's go! Ich sammle immer noch die Kohle ein, einfach nur weil... Wer weiß, ob wir es nochmal brauchen für irgendwas Besonderes. Nummer 1 von 5. 93% Progress. Progress, Progress. Schnell, schneller Schlangenblock. Oh Gott, nein. Was gibt Schöneres als Schlangenblöcke? Ganz einfach. Schnelle Schlangenblöcke. Wer sie für mich austestet, dem winkt ein großzügiger Lohn. Schlangenblock-Freundin. Stufe 3, 200 Münzen dafür, aber... Mal sehen. Schlangenblöcke sind schon geil, aber zu schwere Schlangenblock-Level sind frustrierend.
Power-Up und wir sind zumindest im modernen Dings. Oh mein Gott, fuck you, dude. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Das war dumm. Okay. Oh, die haben immer noch diese riesige Hitbox, die Arschdinger. Aber egal, Mittelpunkt erreicht, sehr schön. Und hier ist noch ein neuer Pilz für uns. Oh shit, boy. Das versuche ich erst gar nicht. Hier ist noch ein Save-Punkt. Okay, so schlecht haben wir uns doch gar nicht angestellt bis jetzt. Wir haben uns einmal von der gigantischen Stachel-Hitbox treffen lassen. Aber das ist nun mal, wie es ist. Let's go. Gut. Jetzt mal springe ich... Boah, das war so knapp. Manchmal geht der bei mir mit den Joy-Cons nicht instant in die Röhren rein. Ich drücke dann zwei, dreimal nach rechts, um die Röhre zu betreten. Aber der geht manchmal trotzdem nicht rein. Was ziemlich frustrierend sein kann. Und ich dachte gerade, als die Schlange zusammengebrochen ist, dass wir runterfallen, ohne in die Röhre zu kommen. Und dann hätte ich geraged, dann wären wir so unnötig gestorben. Aber naja, hat geklappt. Nochmal 270 Münzen mehr. Sweet. Wir sind schon wieder bei 550 plus. Und 95%. Wir sind echt fast fertig. Hoi. Auf die Dauer hilft nur Power. Hört sich nach Powerblöcken an. 100 Münzen. Level 1 Level. Ja. Rote Pow-Blöcke sind mächtig. Halte Y gedrückt, um einen aufzuheben. Und lasse den Knopf los, um den Block zu werfen. Pow! Diese mächtige Druckwelle muss ich genauer erforschen. Dr. Wunderlich. Alles klar, malen wir doch mal. Schauen wir uns mal an, was der Gute von uns will, was wir machen sollen. Kann ja nicht allzu schwer sein. Auf die Dauer hilft nur Power. Irgendwie muss ich dabei immer auf der Mauer, auf der Lauer denken. Holy crap, Baroni. Das war cool. Bam! Warte. Bam! You dead. You dead. You dead. Und you dead. Combo! Ach, die Arschbombe! Was daran so lange gedauert hat. Holy shit. Vor allem, wo bin ich zwischendurch gelandet, dass ich nicht ganz runtergefallen bin. Bam. Nice. Das war eine interessante Kettenreaktion. Mr. Cooper. Ich leih mir mal ganz kurz das da aus. Und wrecke damit, wortwörtlich. Gib mir das. Yes. Gib mir mein Power-Up. Gib mir mein Power-Up, Boy. Gib mir das mal. Lern mir das mal kurz aus. Bam. Oh shit, das muss ich dagegen werfen. Ah, na komm, heute noch. Heute noch. Heute noch. Ey. Das ist ein cooles Level. Yes, sir. You're dead. Schön. Ja, ich muss es irgendwie niedriger dahin schmeißen. Nope, das war nicht gut genug. Wie wär's mit so?
Yes, nice. Nehme ich mal mit, zur Not. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Ach, hier wäre noch eins gewesen. Okay, das war ein cooles Level. Das war zwar ziemlich simpel, war auch nur ein Einstern-Level, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Bam, 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 bam. Das Level war mit Abstand besser als das Donut-Level von unserem Mr. Maulwurf, der da mal wieder am Rumgraben war. Dann wollen wir nochmal sehen. 66, der Parakäfer-Flüsterer. Super schwer angeblich, 300 Münzen aber dafür auch. In diesem Level muss man geschickt von Parakäfer zu Parakäfer springen. Das hört sich schon wieder nach zu viel Arbeit an, wenn ich ganz ehrlich bin, aber naja. Aber Vorsicht, es ist einfach, Parakäfer zum Steigen zu bringen. Zum Sinken bekommt man sie aber nicht so leicht. Vom Himmelsverwalter, ich weiß nicht mal, was gemeint ist. Wir haben mittlerweile so viele verschiedene Panzer, Shells und irgendwelche anderen Dinger, die man sich auf den Kopf setzen kann oder wo man drauf springen kann, dass ich gar nicht weiß, was gemeint ist. What the fuck? Kann ich auf die nicht drauf springen? Fragezeichen? Ich dachte, die sind dafür da, dass ich auf sie drauf springe. Okay, okay, okay. Kann man, man darf nur nicht. Oh Gott, okay, das wird schwieriger, als ich dachte. Ja, ich weiß, warum das Level maximale Sterne hat. Shut the fuck up, Luigi. Und man wird auch noch klein bzw. stirbt, wenn man vorne an die Schnauze drankommt. Das ist so eine Verarsche. Wie soll ich denn so richtig landen? Das Problem ist, die Dinger gehen ja automatisch hoch, sobald man auf denen draufsteht. Die fliegen automatisch nach oben. Komm, flieg hoch. Ich will das Power-Up haben. Okay, gut. Und wenn man zu weit hinten drauf springt, kriegt man auch Schaden und fällt durch. Oh mein Gott, das wird noch so schwer. Ich muss die Hitbox unbedingt lernen, wo ich genau landen kann und wo ich nicht landen kann. Für das Level. Das wird wieder so eine richtig schwierige Kackaktion. Ich sehe es schon kommen. Das wird eins dieser Rage-Level, wo wir wieder 10 Minuten festsitzen. So, du bist hoch genug geflogen. Und da falle ich wieder durch ihn durch, obwohl ich auf ihn drauf gesprungen bin. Oh mein Gott, ich krieg jetzt schon wieder schlechte Laune. Boy, oh boy, oh boy. Das Level fuckt mich jetzt schon ab. Noch einmal versuchen. Wir machen es dieses Mal first try. Let's fucking go. Ihr wisst es, Leute. Wenn wir es jetzt wirklich first try machen, dreh ich durch. So, das Item wollen wir haben. Komm zu mir, mein Pilz. So, und jetzt springen wir auf den nächsten runter. Weil der kann jetzt nämlich ein bisschen steigen hier. Ich kann ein bisschen auf dem springen. Der muss nicht so hoch sein. Ein bisschen höher vielleicht noch. So, jetzt springen wir ein bisschen. Noch ein bisschen höher mit dem vielleicht noch. Wenn ich jetzt springe, geht der nicht wirklich viel höher. Und wenn ich auf ihm lande, geht der ein kleines Stück nach unten die ganze Zeit. Genau das, was wir wollen. Ich glaube, ich springe auf den nächsten. Und jump auf dem ein bisschen rum. Damit ich jetzt hier oben nicht ans Feuer komme. Muss den hier ein bisschen steigen lassen, damit ich hier so eine logische Treppe für mich erstelle. Auf der ich mich bewegen kann. Jetzt habe ich den schon wieder zu hoch steigen lassen. Geh mal ein bisschen runter, Fettsack. Oh, ich habe ein Problem. Ich werde hier gleich zerdrückt. Oh. Muss gleich auf jeden Fall noch einen anderen hochholen. Wenn ich nicht hingehe und noch einen anderen hochhole... Fuck you, Goomba. Wenn ich nicht hingehe und noch einen anderen hochgeholt bekomme, um eine Art Treppe herzustellen, dann kriegen wir noch ein großes Problem. Ich sag doch, wir machen's first fucking try, nachdem wir gewiped sind. Game over screen, first try. Let's go! Oh Mann, ich bin echt manchmal vom Pech verfolgt und dann... Wenn ich den Trick raus hab, dann geht's los, versteht ihr? Easy.
Schade, dass ich vorher Game Over gehen musste. Das wäre ein bisschen geiler gekommen, wenn ich Game Over gegangen wäre. Aber was will man machen? Schon wieder geht irgendwas ab. Toad ist schon wieder nervös. Aber ich würde sagen, die Quest von Toad erledigen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch wie immer gefallen hat, Leute, lasst mir einen Like da, einen Daumen nach oben. Abonniert zum Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Und ich bin raus und wünsche euch noch einen super tollen Tag, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.